Hallo, meine lieben Fußballfreunde und seid herzlich willkommen zurück hier zum Tippspiel am Montag, selbstverständlich mit Uwe an meiner Seite. Ja, mal wieder, seid gegrüßt. 27 Spieltage sind vorbei und es sind nicht mehr viele Spieltage. Leider nicht. Nur 7 Spiele, das heißt maximal 21 Punkte sind noch möglich. So sieht es aus. Und ja. In Sachen Europa kann noch viel passieren. Bremen steht aktuell jetzt auf dem 6. Platz. Ja, aber dicht gefolgt von anderen Mannschaften. Ja, von Hoffenheim, auch Wolfsburg. Auch Leverkusen ist ja natürlich noch mit im Rennen. Sachen Meisterschaft kann vielleicht an dem Spieltag schon fast entschieden werden. Vielleicht so eine kleine Vorentscheidung schon. Und in Sachen Abstieg, gerade Relegation, sind ja auch noch ein paar Mannschaften, die ja um den Klassenerhalt kämpfen. Und wir fangen an mit der Partie Mainz gegen Freiburg. Ja. Ich darf. In der Hinrunde war es ein 3-1 für Mainz. Freiburg hat sich ein Unentschieden zu Hause gegen Bayern erkämpft, was natürlich aus meiner Sicht sehr, sehr bitter war. Freiburg schätze ich schon stärker ein. Ich könnte mir irgendwie so ein Unentschieden vorstellen, muss ich zugeben. Ich gehe jetzt hier aber doch irgendwie vom Bauchgefühl her auf ein 1-2 für Freiburg. Das ist schön. Ja, das ist auch mein Tipp. Ja? Ich gehe auch eher auf Freiburg, vielleicht auf Freiburg in die Richtung. Nach dem Spiel gestern, denke ich schon. Ja, das stimmt. Das ist natürlich schon was drin. Ja. Dann darfst du jetzt, nämlich? Leverkusen gegen Leipzig. Ganz Leipzig genau. Gestern gewonnen, relativ hoch, ja, muss man sagen. Aber stimmt. Gut, das hat mich eher ein bisschen gewundert, dass sie so hoch gewinnen. Mich auch. Mich hat das auch sehr, sehr gewundert. Aber gut, in Berlin. Du darfst. Ja, das macht die Sache jetzt nicht leichter für mich gegen Leverkusen. Leverkusen ist eine andere Mannschaft. Wer hat die Nase vorn? Weil kann Leipzig einknüpfen? Weil Leverkusen ist ein anderer Gegner. Ich tippe 2-2. Ich tippe noch entschieden. Oh, du tippst 2-2. Ja, ich tippe 2. Ich weiß nicht warum, aber das ist mir so gerade. Also ich würde hier doch irgendwie auf Leipzig gehen, muss ich zugeben. Also Leipzig macht echt einen sehr, sehr guten Job. Ja. Und deswegen gehe ich auf ein, jetzt muss ich echt überlegen. Ich glaube, Standardtipp ist das Beste. Ich sag erstmal 1-2. Ja. Das wird knapp. Na ja, gut. So, das war ein kurzer Akkuwechsel. Weiter geht's. Ja. Wir sind bei der nächsten Begegnung, nämlich Schalke gegen Frankfurt. Das. Frankfurt spielt jetzt gegen Benfica auf jeden Fall jetzt bald. Das wird sehr, sehr interessant. Schalke, ja, die spielen aktuell echt um den Relegationsplatz, was natürlich echt bitter ist für den letztjährigen Vizemeister. Das ist schwer zu sagen, also ich will nicht schon wieder einen Standard-Tipp tippen. Da muss was anderes tippen. Schafft es Schalke ein Tor zu machen? Das ist so die Frage, die ich mir stelle. In den letzten Spielen haben sie es nicht so gezeigt, deswegen sage ich jetzt mal 0-2. Also gegen Frankfurt wird es nicht einfach, das kann ich dir jetzt schon sagen. Nee. Weil die sind wirklich im Moment gut. Und dafür ist Schalke, das wird nicht einfach. Nee. Glaub, das fangen die nicht. Vielleicht ein anderer Gegner wird es vielleicht anders, aber gerade gegen Frankfurt, das wird schwer. Ja. Also nur die Frage ist natürlich, ja gut, ich tippe 1-2, vielleicht wird Schalke noch ein Tor machen. Knappes Ergebnis, aber ich glaube, das wird nur gut. Aber ich tippe trotzdem nicht anders. Du darfst! Berlin gegen Düsseldorf. Ja. Das ist ja interessant, weil Berlin gestern echt untergegangen und Düsseldorf hingegen abgegangen. Ja, deswegen ist es ja auch umso schwerer jetzt mit dir. Ja. Wobei meine Tendenz sowieso auf Düsseldorf ging schon leicht. Ja. Aber ich weiß noch nicht, wie hoch. Ob wird Berlin. Ich knapp schon so eine. Ich tippe 2-3. So. Oh, eine Zahl ist auch richtig. Ich will nicht immer einen Standard-Tipp abgeben, das möchte ich. 2-3. Eine Zahl ist richtig, aber ich tippe 2-2. Irgendwie. Also ich habe das Gefühl, das könnte ein Unentschieden werden, weil beide Mannschaften sich nicht die Blöße geben und beide Mannschaften gewinnen wollen, aber dann keine, ich sag mal, zu viel Risiko eingeht und es dann doch ein Unentschieden wird. Habe ich so das Gefühl. Na gut, wir werden es erleben. Ja. Nächste Woche. Nächste Begegnung. Ja. Stuttgart gegen Nürnberg. Und das ist eine sehr, sehr interessante Begegnung. Dahingehend, wer absteigt noch direkt, wer noch Relegationsplatz sein kann. Hannover, sage ich mal, ist schon doch etwas mehr abgeschlagen.
Nürnberg hingegen gestern mit Big Point, wo sie ja gegen Augsburg 3-0 gewonnen haben zu Hause. Und ich habe irgendwie auch das Gefühl, Nürnberg könnte hier punkten, aber es ist auch so ein Spiel, was so ein Unentschieden sein kann. Stuttgart hat in der Hinrunde 2-0 gewonnen. Und ich sage, was sagt mein Bauchgefühl? Ich höre auf meinen Instinkt und was ich als erstes im Kopf hatte und deswegen tippe ich 1-1. Mein erster Instinkt. Ich will nicht dann lange überlegen, dann schreibe ich eher das hin, was ich als erstes im Kopf habe. Oder so gut, ich tippe 1-2. 1-2. Hier auf dem Weg. Hab ich mir schon irgendwie fast gedacht. Ja, sowas noch nicht. Wieder sagst du, glaube ich, mein Lieber, du darfst. Boah. Nämlich. Wolfsburg gegen Hannover. Ganz genau. Also, das ist ja wirklich wieder so ein Ding, ey. Hannover hat in der Hinrunde 2-1 gewonnen. Ja, das glaube ich nicht ganz. Das war vielleicht mal so, aber ich glaube, das Ding ist durch. Im Moment, ich glaube auch nicht, dass es sich da wieder raus nochmal raus. Ich trage schon einmal gucken, was du tippst. Boah, ich glaube, ihr habt Wolfsburg durch die Nase vorne, aber. Mal gucken, ob wir das gleich sagen. Standard-Tipp 2-1. Ah, okay. Das kann ich sage 3-1. Ja, gut, kann auch noch mehr ausfallen, aber ich will mal nicht so hoch. Ich mag das nicht so hoch. Ja, und ich finde mich immer Standard-Tipp. Nö, nee, das ist auch nicht so. Meistens kommt ja das sowieso nicht hin. Leute. Aha, ja, dann mal zu. Du musst es vorgehen. Ist die Vorentscheidung vielleicht. Ja, gib mal vor jetzt. Es ist das Krombacher Topspiel und natürlich rede ich hier von meinem Verein, dem FC Bayern München. Leider Punkt liegen lassen mit Freiburg, Dortmund hingegen gegen Wolfsburg. Natürlich glücklich, kann man sagen, wieder in der Nachspielzeit gewonnen. Also mit mehr Glück als Verstand, muss ich leider zugeben. Ja, also ich gehe hier natürlich ganz klar auf Bayern, ist klar. Und ich muss auch auf die Bayern tippen und ich hoffe und denke auch, dass sie gewinnen. Es ist auf jeden Fall möglich, so ist es nicht. Die Frage ist, wie tippe ich? Standard-Tipp ist langweilig. Und deswegen tippe ich das Gleiche, wie es in der Hinrunde ausging, nur zugunsten für Bayern. Ich tippe 3-2 für Bayern. Du meinst, dass Bayern gewinnt? Natürlich, also ich tippe nicht auf Unentschieden. Damit, das hilft keiner Mannschaft. Ich gehe ganz klar auf den Sieg für Bayern. Und ich denke, du wirst unentschieden tippen. Ja, oder nicht Sieg für Dortmund. Nee, das weiß ich ganz auf genau. Dortmund weiß ich nicht. Ich tipp, weißt du, was ich tippe? Ich tippe jetzt 3-3. 3-3. Unentschieden Punkte teilen, ja. Das ist so mein Gefühl. Weiß ich auch nicht. Okay. Aber ist auch so. Gut. Du darfst. Ach, ich darf wieder. Augsburg gegen Hoffenheim. Ja, was soll ich sagen, Leute? Ganz kurz und schmerzlos. Ich denke mal, hier wird Hoffenheim, glaube ich, die Nase vorne haben. Mein Leib vielleicht. Doch, glaube ich schon. Die sind besser wie die Augsburg. Du hast nicht vergessen. Hoffenheim muss auch Punkte liegen lassen. Ja. Ich weiß, eigentlich müsste ich jetzt auch einen Unentschieden tippen oder eine Punkte. Ja, aber ich weiß, aber ich weiß. Auch ein bisschen das Objektiv. Ja, das ist klar. Weiß ich auch. Das weiß ich klar, das ist auch so ein Grund. Aber ich meine, wir müssen ja hier irgendwie tippen. Dann würde ich hier, ich glaube, hier trotzdem Hoffenheim die Nase leicht vorne. Ich tippe aber nur 0-1. Lustig, das ist auch mein Tipp. Ich habe auch 0-1 im Kopf gehabt, aber wenn du jetzt 0-1 sagst, dann sag ich jetzt 0-2, damit wir nicht das gleiche tippen. 0-2 ist möglich. Ja, gut. Und dann kommen wir zur letzten Begegnung. Da brauchen wir nicht lange, also ich brauche nicht lange überlegen. Ja, Bremen. Ja. Gladbach spielt zu Hause gegen Bremen. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, vielleicht noch so zum Anfang der Rückrunde oder auch noch Hinrunde, wo Gladbach ja in der Hinrunde 3-1 gewonnen hat im Weserstadion, hätte ich noch so gesagt, wird schwer für Bremen. Aber eine Mannschaft, die letzten Spiele verloren hat. Aber auch schlecht. Und ich weiß nicht, was mit Gladbach los ist. Schlecht, Leute. Schlechtes Spiel auch gestern wieder. Aber ich möchte ganz kurz was gucken. Das war schlimm. Ich habe auf Bremen getippt, gewonnen. Davor. Ich habe auf. Habe ich da auf Bremen getippt? Nee, ich habe unentschieden getippt, haben gewonnen. Dann. Habe auf Sieg getippt, haben gewonnen. Dann. Haben unentschieden getippt. Es war ein Unentschieden. Demzufolge hoffe ich, rein von der Logik her, und ich hoffe, dass das so auftritt, dass Bremen gewinnt, wenn ich auf ein Unentschieden tippe. Dann tippst du ein Unentschieden. Ja gut, dass ich nicht auf ein Unentschieden tippe, ist wohl schon mal klar. Aber mach du das vor, du bist ja dran, hau rein. Nee, komm, Standard-Tipp 1-2. Standard-Tipp, komm. Ich will jetzt mal ganz klar, ich will die 0 vorne sehen, 0-3. Was? Ich will die 0 sehen. Alter, okay. 0-3, das ist mal eine Ansage hier. Eine Ansage, Leute. Ach, guck mal, jetzt ist hier ein bisschen heller, Sonne kommt gerade ein bisschen raus. Das ist doch schön. Und dann würde ich sagen, fassen wir mal
Tipps zusammen. Das war es so gesehen jetzt schon mit den Tipps. Ja, das ja. Was soll man lange reden. Ja, Fall. Das stimmt. Fangen wir mal an mit der Begegnung Mainz-Freiburg 1-2, Leverkusen-Leipzig 1-2, Schalke-Frankfurt 0-2, Berlin-Düsseldorf 2-2, Stuttgart-Nürnberg 1-1, Wolfsburg-Hannover 3-1, Bayern-Dortmund 3-2, Augsburg-Hoffenheim 0-2 und Gladbach-Bremen 1-2. So, Mainz-Freiburg 1-2, Leverkusen-Leipzig 2-2, Schalke-Frankfurt 1-2, Berlin-Düsseldorf 2-3, Stuttgart gegen Nürnberg 1-2, und Wolfsburg gegen Hannover 2-1, Bayern gegen Dortmund 3-3, Augsburg-Hoffenheim 0-1 und Gladbach gegen Bremen 1-0-3. Ich hoffe, das passiert. Ja, wir werden sehen. Bremen aktuell auf einem sehr, sehr guten Weg für Europa. Ja gut, hoffentlich das bleibt so. Aber ja, kommen noch viele tolle Spiele auf jeden Fall. Ich habe hier schon alles eingetragen. Und außerdem ist mir was aufgefallen. Und das werden wir erst ganz zum Schluss der Saison berechnen, denn wir haben ja eine dritte Sonderregel, die ich bislang im Tippspiel noch nicht ausgerechnet habe, denn wir beide haben uns ja ein Spiel ausgesucht, wo wir die Anzahl der Tore, die in diesem Spiel fallen, zusätzliche Punkte bekommen. Ich habe die Partie Hoffenheim-Stuttgart gewählt, Nürnberg-Freiburg, und ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, ob die Spiele schon waren oder noch kommen, und wenn sie schon waren, wie sie ausgegangen sind, ich weiß es nicht mehr. Aber die Punkte werden wir zum Schluss der Saison dann natürlich noch oben drauf rechnen, und nicht zu vergessen, wer von uns beide die Tabelle besser getippt hat, bekommt nochmal, was haben wir geschrieben, 10 oder 15 Punkte, ja, bekommt nochmal 10 aber Punkte mehr. Das heißt, es kann echt trotzdem nochmal spannend werden. Und ja, und jetzt mal live hier eben im Video die Frage, Uwe, möchtest du vom letzten Spieltag den Joker ziehen, weil du 10 Punkte geholt hast? Einmal kannst du dann doppelte Punkte, aber dann feiern. Ja, das muss ich machen. Okay. Möchte ich auch machen, weil das weiß ich, wann das nochmal passiert. Genau. Das ist nochmal schwer zu sagen. Gut. Einen Treffer zu landen. Dann nochmal hier live im Video so gesehen die Punkte. Da wurde dann also nicht 10, sondern demzufolge 20 Punkte jetzt dann geholt. Also es kann nochmal echt spannend werden im Tippspiel. Ich freue mich. Freut euch, euch auch drauf. Jetzt Freitag kommt die Champions League Prognose, die wir schon vor einer Woche aufgenommen haben. Freut euch auch drauf. Und nächste Woche Montag sehen wir uns dann wieder hier zum Bundesliga-Tippspiel. Und bis dahin, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Fußballfreunde, und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Macht's gut, tschüss.